Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es geht auch schon weiter wieder mit einem neuen Teichvideo. Ich habe mir Graskapfen bestellt vom Callcenter Schafflund. Sollten 100 Stück sein. Ich habe sie schon mal geöffnet, damit man sehen kann. Hier sind die kleinen 7 bis 10 cm. Ich will sie nicht lange auf die Folter spannen. Ich will sie gleich einsetzen. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was reintun, um sie mit dem Teichwasser ein bisschen vertraut zu machen. Das machen wir doch gleich nochmal. Hier bin ich. So, tun wir nochmal ein bisschen was rein hier. Damit das ein bisschen angepasst wird mit dem Wasser vom Sauerstoffbeutel hier. Da ist nämlich nicht so viel Wasser drin, habe ich gesehen. Die tun wir jetzt gleich hier rein und von hier aus tun wir sie dann in den Teich. Genau. Sollen 100 Stück sein, wie gesagt. Schauen wir mal. Ich versuche mal ein bisschen besser das einzufangen hier. Heute habe ich keinen Kameramann dabei. Aber glaube ich, wird so auch irgendwie funktionieren. So, okay. Der Beutel. So. So, jetzt brauchen wir bloß noch das Messerchen. Oder beziehungsweise schauen wir mal, ob wir es so aufbekommen. Ja, das ist mit Gummis anscheinend zu. Das dürfte eigentlich funktionieren. So, zack. Einmal. Ah, es ist ein Doppelbeutel. Praktisch. Okay. Ja, das ist ja kein Problem. Also die habe ich mir eigentlich geholt, um die Algen im Sommer, die kommen, die Fadenalgen oder so, so kleine Algen, zu bekämpfen. Ja, schauen eigentlich ganz gut aus. Also ich sehe jetzt keinen, der wo kaputt ist oder so. Lassen wir es mal hier rein. Das klemmen wir ein bisschen. So, zack, 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 zack. Um den Stress ein bisschen zu entgehen. Gut. So, schauen wir mal, ob ich hier einen einfangen kann. Schauen wir mal. Ob man ziehen kann. So. Gut. Wunderschön. Ja, kleine Grasköpfchen. Gut, die werden wir jetzt mal reintun. So, da unten ist ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen, steil, da ist schlecht mit der Kamera. Also machen wir es von hier. Ja, wieder sehr schwer. Aber das kriegen wir schon hin. Und diesmal ist nicht so viel drin. So. Die Burschen. So, die wollen schon raus. So. Na gut, dann macht's es gut. Rein mit euch. Zack. So, alle drin. Jawohl, da schwimmen's. Sehr schön. Seerosen kommen auch schon, sehe ich. Hier liegt ein bisschen was auf dem Netz. Ja. Ich sag, es wird mal Zeit, dass das Wetter besser wird. Und da sehen wir noch ein bisschen mehr, dann kann man auch hier ein bisschen was machen. Das ganze Kraut, diese ganzen Halme, Schilfhalme ein bisschen rausschneiden von unten. Ich hätte auch den Teich ablassen können, aber da habe ich ehrlich gesagt jetzt keine Lust mehr. Das ist dann mir zu viel Arbeit. So, hier hat sich auch ein bisschen was ergeben. Da habe ich jetzt ein bisschen Gras angesät. Also wächst noch nicht so viel, aber ich habe den Eingang verlegt, der Baum wurde weggeschnitten. Hier habe ich, wie gesagt, ein bisschen was aufgebaut, damit man einen Sichtschutz hat. Genau. Ja, und sonst habe ich mal noch einen Deckenfluter für mit Solar angebaut, damit man ein bisschen was sieht, wenn es doch mal dunkel wird. Dann kommt noch ein Sonnensegel hier hin. Genau. Vogelhäuschen habe ich weggebaut. Habe ich auf die Hinterseite gebaut. Neue Besitzer vom Nebenteich gibt es auch schon. Ja, na, das ist eigentlich so das Ganze. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen heute. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Tag und wir hören uns definitiv wieder zum nächsten Teichvideo. Also macht's gut und Servus, euer Verfischt nochmal.